Ecke, nicht den Boden berühren, super. Deswegen sind die gerade alle so arschig zu mir, diese Penner. Na, ich werde euch alle killen. Alle. So, aufhalten der Patrioten. 3 Minuten. Na, mal sehen. Ich nehme an, dieses grüne Zeug da unten soll mir zeigen, wo ich langreiten soll, ja? Dann folge ich doch mal grob dem Muster dort unten oder einfach den Weg. Das war jetzt nicht sehr nett, glaube ich. Ich hätte den Boden berühren müssen. Ja. Siehst du, ich kann ja Sporen geben, aber wahrscheinlich bringt das nicht viel. Ach, dann halt anders. Scheiß auf, nicht den Boden berühren. So, jetzt kommen wir wenigstens mal langsam ein bisschen in Schwung. Schneller, Pferd. Du bist schwarz. Du kriegst das besser hin. Schüttel nicht mein Vertrauen in schwarze Pferde. Ihr seid immer die cooleren gewesen. Ja, du kleiner Jaguar, Puma, sonst was du bist. Hey, du da vorne! Ich brauche ein frisches Pferd, das hier zickt nur rum. Kannst du mir da mal helfen? Sicher ist. Ja, fuck das Pferd, ey. Brennt doch wahrscheinlich eh schon das Ding. Ah, runter da. So, hopp, hopp, hopp. Wahrscheinlich werde ich gleich angeflaumt, weil ich ja in deren Outfits rumrenne, ne? Eine völlig unberechtigte Anschuldigung, wenn er mich fragt. Ich sehe hier keinen, der in schwarz-rot rumläuft. Ein paar Typen, die in rot-schwarz rumlaufen, ein paar Typen, die in blau-schwarz rumlaufen, manche auch in blau-rot, aber keinen in schwarz-rot. So, Plappertasche. Richtig. Charles Lee. Ja, ja, det kan du vara eri. Och när det är det där att ni går här, jag kan ta det där du har tagit när jag gick, när jag går där i. Och när det är stjärgande, det är de som tar kädast. Mit unblutigen Methoden verhindern, wie das denn? Versuchen wir sie mal alle mit der Faust niederzuringen.
das wird ein Spaß. So unblutig genug, ich sag mal ja. Kamera, du Scheißteil! Das wird wohl nichts mit dem Angriff verhindern, oder? Ich sehe zumindest kein Zeitlimit oder dergleichen. Charles Lee, what trio to the Hona Dohonzoni and Kiawanto? Don't go easy, I say, and what is it? A toga, Tigarungwe. Honored Zitizan Guradenu, Ziasa de Nyanda, the squatty Guragani, Nick the owner gone runete, Zinguan who guard him there. They got your scar, Gigonek, you got your scar, and see what Gwenya has in a square at the new Statsege. Don't use any Guradihanto, then what does want ducks at the Nezungwe da Summa? There is some. Uncle Doris, something known as I hear you. Ja, Tena, das ist ein Tanzum, wenn sie gerade doch jetzt da ne. Reden geht um Charles Lee, Mountmath, was hat der Hajib? Asagona Dumase, Zinahod und Patriot, Renadero Juni, Jeran Saga, Asagona Sete, Ondok Tangiga Moderio, Ronodio Hot Quenu, Ungenungue da Summa, Ordiatanum Statunge. Iwe Rea Nawando Tanguayatanum Statunge. Ona was adressa yung jadaro. Vielleicht würde einem das näher gehen, wenn man nicht die ganze Zeit über hätte Untertitel lesen müssen und mal die ganze Chemie zwischen den Charakteren mitgekriegt hätte. Mir ist das hier gerade sowas von scheißegal, das ist eigentlich traurig. Okay, mal sehen. Okay, ich soll wieder zum Arsch der Welt zurück. Will aber erstmal 200 Meter in die andere Richtung, Ehre und so, ne? Wobei das spätestens dann lächerlich wird, wenn er ihn zu Boden bettet und dann quasi wumm, allen vor die Füße legt. Schmettert, könnte man auch meinen. Man könnte es im Dorf mit ihm machen, was sie für richtig halten, und hier draußen frisst ihn kein Wolf. So nett wollen wir denn doch mal sein.
Übrigens keine Ahnung, was mit den anderen los ist, ob die jetzt gefressen werden, aber ich habe sie immerhin nicht umgebracht. Yay, Moral. Charles Lee hat ihn getötet. Da brauchst du gar nicht so wegrennen. Bleibt ihr noch stehen oder rennt ihr jetzt komplett von mir weg? Ist hier sonst noch irgendwer? Wo sind die alle? Oh, das wird lustig. Versucht jetzt wieder nach Hause zu gehen. Und flieht wieder, weil da eine Leiche ist. Verstehe. Dann übernehme ich halt die Bestattung, wenn das hier sonst keiner hinkriegt. Muss reichen, ich habe getroffen. Stellt euch einfach mal vor, ich hätte getroffen. Die Alte macht mich wahnsinnig. Für eine Sekunde konnte ich eben mit ihr reden, jetzt aber wieder nicht. Dann warte ich mal, bis sie zurück ist. Jetzt vielleicht. Na, dann kannst du mich auch mal kreuzweise, du blöde Pute, du. Denn halt nicht. Da versuchst du mitfühlend zu sein und mal mitzudenken und dann wirst du nur mit Schweigen bestraft. Typisch Frau. Da steht keine mehr, seit die Kiste offen ist. Das ist ja auch schön. Wir müssen diese Position halten, solange es nötig ist. Wenn wir den Feind durchlassen, verlieren wir den Boden, den wir uns hier so hart erkämpft haben. Komm noch, mein Freund. Und im rechten Moment, um Zeuge unseres glorreichen Sieges zu werden. Gegen was? Charles Lee. Bastard. Er taucht auf mitten in unseren Vorbereitungen und übernimmt die Führung. Schreit alle an, sie sollen vorrücken und verschwinden. Und ich soll wieder alles richten. Wo kommen die denn her? Sagt allen, dass wir uns zurückziehen. Alle Mann zu mir. Jetzt, jetzt. Ich halte das Gebiet, während ihr sie in Sicherheit bringt. Ich gebe euch meine besten Soldaten als persönliche Waffe. Sie würden wirklich alles tun, um euren Sieg zu sichern. Bonne chance, mon ami. Ja, bonne chance. Und Feuer! Und Feuer? Wenigstens habe ich ein paar getroffen. Okay, das war jetzt ein bisschen lame, aber okay. Zwei Trupps mit einer einzigen Kanonenkugel eliminieren, das habe ich doch gerade versucht.
Pass mal auf. Okay, das ist offenbar nicht so gut. Auch wieder nicht. Na, dann werde ich jetzt mal wieder effizient sein. Könnt ihr mal bitte die rechte Flanke verteidigen, während ich hier versuche, Zielarbeiten zu leisten? Danke. Oh, die ging auch noch daneben. Scheiße. Vielleicht sollte ich einfach warten, bis zwei auf einem Fleck sind. Das würde vielleicht mehr Sinn ergeben. Ich bin mal so frei und schieß da einfach rein. Okay, das hat nicht geholfen. Jedenfalls nicht so, wie ich mir das dachte. Sieht doch noch ganz gut aus, oder Leute? Ich habe hier gerade keine Bedenken. Also was ein bisschen doof ist, ist halt, dass die jetzt nicht so zusammenkommen, wie sie mal sollten. Aber ich kann ja mal spaßenshalber. Nee. Schade. Hätte ja sein können. Übrige Patrioten, es wird langsam ein bisschen schwer. So, Kanona ausrichten. Na, schöne Scheiße. Kanona ausrichten. Ja, zwei Trupps mit einer. Ich wusste doch, das klappt. So, jetzt müssen wir nur noch eine halbe Minute überleben, damit das auch alles irgendwie was zählt. Zwei Minuten, 20 Sekunden, meine ich. Also, habe ich gesagt? Weiß ich nicht mehr, was ich gesagt habe. Ist ja auch egal, was ich gesagt habe. Die Truppenzahl wird größer. Das verschafft uns mehr Zeit. 2, 1 und vorbei. Wir haben nur wenig Munition und der Feind rückt vor, Sir. Dann ziehen wir uns zurück, stoßen zu den anderen und sichern ihren Kopf. Rückzug! Wir müssen los, jetzt! Lass die Rotröcke nicht feuern! Zurück zu den anderen! Ich erledige das! Ja, okay. Macht mehr Sinn, wenn ich ein Schwert benutze. Hast recht. Oh, ich habe ja eine Zeit, die läuft. Scheiße. Da kann ich offenbar nicht so lange vor mich hin kämpfen. Ah, ich wusste, wir verstehen uns, ne? Die brauchen aber viel zu lange mit ihrer Hinrichtung, ist so ihr Problem. Komm, Männer, wir sollen zurückfallen, verschnell! Achtet nicht auf die Rohrdrücke! Geht zu den anderen! Und los, 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 Leute! Ballert auf sie, ballert alle auf sie! Gut gemacht, mein Freund. Ihr habt heute viele Leben gerettet. Connor? Charles Lee hat dich verraten. Er erzwang einen Rückzug mitten in der Schlacht, in der Hoffnung, die Niederlage kostet deine Männer das Leben und dich das Kommando. Was? Ich bin sicher, du wirst ein Märchen von ihm hören, dass er in Unterzahl war. Oder dass es an mir lag. Alles Lügen. Ich sage es dir ein letztes Mal.
Dieser Mann ist dein Feind und er wird nicht ruhen, bis du tot oder entehrt bist. Connor könnte recht haben. Lee verhielt sich wirklich äußerst merkwürdig auf dem Schlachtfeld. Ich werde diesen Anschuldigungen sofort nachgehen. Die Zeit dafür ist längst vorbei. Wir müssen sehr gründlich sein. Sonst sind wir nicht besser als unser Feind. Mal ganz zu schweigen von den politischen Konsequenzen. Entscheidest du dich, Lee das Leben zu schenken, so werde ich es ihm nehmen. Genieße deinen Sieg, Commander. Es ist der letzte, den ich dir gebe. Man kann halt nicht jeden vor allem beschützen. Sequenz 10 beendet. Und, werden wir rausgeschmissen oder nicht? Ist mal wieder so ein kleines Pokerspiel. Sieht nicht so aus. Oder doch. Oder nicht. Oder doch. Oder doch.